Hi zusammen, welcome back to a new video with me. Es kam jetzt, glaube ich, eine Woche oder anderthalb Wochen, kam jetzt kein Video mehr von mir. Aber ich war ein wenig busy und deswegen, ja, ich habe gerade sehr viele andere Themen beruflich, die mich ein wenig aufhalten. Und somit habe ich gar keinen Kopf für irgendwas in die Richtung YouTube. Aber heute hat mich die Lust wieder gepackt und ich hatte mega Bock drauf, wieder zu euch in die Kamera zu sprechen. Und ich würde sagen, deswegen starten wir direkt mit diesem Video. Ich wollte heute gerne wieder ein teuer versus günstig machen und Make-up-Produkte präsentieren. Ich habe da eine große Auswahl bei mir daheim, von günstig wie 4 Euro bis hin zu relativ teuer. Mit 45 Euro waren, glaube ich, das teuerste. Und wir schauen jetzt heute in diesem Video, ob die Produkte ihren Preis auch wirklich wert sind. Genau, und deswegen würde ich sagen, wir starten direkt. Ich fange an mit der Marke NYX oder mit der Brand NYX. Ich hoffe, man spricht die so aus. Ich habe hier einmal dieses Bare With Me von NYX und einmal dieses Born to Glow. Das sind die zwei Foundations, die ich bei mir daheim mal getestet habe. Die Bare With Me Foundation von NYX ist wirklich sehr, sehr, sehr leicht. Also das ist wie so eine Tagescreme, die aber ein bisschen Farbe drin hat. Also für Leute, die einen sehr natürlichen Look wollen, perfekt. Wenn man aber wirklich stärkere Unreinheiten oder Pickel hat, die man verdecken möchte, dann ist es nicht die Wahl, die ich euch empfehlen würde. Und diese Bare With Me Foundation kostet ca. 10 Euro. Und dann haben wir noch die NYX Born to Glow Foundation. Die kostet 11 Euro, also sind die beiden schenken sich nicht viel. Die Born to Glow Foundation habe ich mir jetzt ganz neu geholt in der Drogerie, weil ich wirklich mal so einen Glow-Look kreieren wollte. Ich bin eher so der Typ Puder-Make-up oder halt so ein pudriges Finish. Aber gerade gibt es ja diesen Hype mit diesen Glow-Produkten und ich wollte es mal austesten. Ich habe es auch ausgetestet und die Foundation ist an sich sehr schön. Das Finish ist auch wirklich schön, wirklich glowy. Ich bin, glaube ich, einfach nicht der Typ für glowy Produkte, weil ich fühle mich da einfach immer sehr fettig. Also ich weiß nicht, ob es an meiner Haut liegt, aber ja, meine Haut, die glänzt dann so stark. Wenn ich da nicht ein bisschen abpuder, dann sehe ich aus wie so eine Speckschwarte. Und bei anderen finde ich das immer so toll. Aber bei mir persönlich gefällt es mir nicht. Also es ist nicht mein Favorite. Aber die Foundation an sich ist gut. Also wenn ihr es mal austesten wollt, würde ich schon sagen, kann man mit dieser Foundation gehen. Wenn man dann noch weitere Cremeprodukte verwendet, wie Creamy Blush oder noch ein Highlighter, dann sieht es alles sehr schön aus. Und ich stelle es mir auch im Sommer sehr schön vor, wenn man ein bisschen gebräunt ist und dann noch so einen zusätzlichen Glow hat. Ich glaube, mit der Foundation geht man da auf jeden Fall gut. Aber wirklich sehr glowy. Also wenn man danach nicht noch abmattiert, dann ist der Look glowy. Aber das verspricht sie ja auch und das hält sie. Deswegen würde ich sagen, die zwei Sachen sind ihren Preis auf jeden Fall wert. Finde ich, kann man schon mal testen. Dann habe ich mir mal ein Mousse-Make-up von Trended Up geholt. Das sieht so aus. Und ich muss sagen, zuerst mal der Preis, ca. 4 Euro, also relativ günstig. Aber ich bin so unzufrieden mit dieser Foundation. Also zum einen sah es auf meiner Haut ganz, ganz schlecht aus. Ich habe die auch mal in einem Video gezeigt. Das sah nicht gut aus auf meiner Haut. Und an manchen Stellen, wo ich so trockene Haut habe, hat es sich so richtig abgesetzt. Und es sah, also einfach, es sah nicht gut aus. Das als Fazit. Und ich muss auch sagen, dass es von dieser Foundation ganz wenige Farbtöne gibt. Also ich glaube, da gab es 4 zur Auswahl oder 3. Und ich habe die hellste genommen und die ist mir zu dunkel. Also von mir ein Flop. Auch wenn sie günstig ist. Ich glaube, diese Mousse Foundations gibt es auch noch von Essence oder von Catrice. Und da gibt es auch mehr Farben zur Auswahl. Ich würde, wenn dann, eher mit der anderen Marke gehen. Schaut einfach mal in der Drogerie vorbei, da werdet ihr es sehen. Aber die von Trended Up ist auf jeden Fall nicht zu empfehlen von mir. Dann zu der nächsten relativ günstigen Foundation von Catrice, die HD
Sieht so aus: HD Liquid Coverage Foundation lasts up to 24 hours. Ich finde sie gut. Kostet ca. 7 Euro. Ich bin mit der happy. Für den Preis auf jeden Fall gut. Kann man benutzen. Ist relativ deckend. Also auch Unreinheiten kann man damit gut abdecken. Also ich finde dies für ihren Preis wirklich richtig, richtig gut aus der Drogerie und kann ich nur weiterempfehlen. Wäre also ein Top von mir. Wir gehen zu der Marke L'Oreal. Die ist dann schon wieder ein bisschen teurer. Also ich habe mal nachgeschaut, die kriegt man für ca. 12 Euro in der Drogerie. Sieht so aus. Das ist diese Perfect Match Foundation. Und da gibt es auch ganz viel Auswahl an verschiedenen Farben. Also das macht L'Oreal auf jeden Fall schon mal gut, finde ich. Die haben eine größere Farbpalette als jetzt manch andere Marken bei ihren Foundations. Ich finde die Foundation wirklich richtig, richtig gut. Ich kaufe sie mir immer wieder nach. In der Farbe Vanilla oder in Ivory oder so habe ich die, glaube ich. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden mit dieser Foundation. Nicht zu dick. Also nicht zu dickflüssig, nicht zu dünnflüssig. Man kann es natürlich gestalten, also man kann wenig Produkt nehmen, dann ist es ein natürliches Ergebnis. Oder man baut sie auf, macht mehrere Lagen und dann hat man wirklich mehr Deckkraft. Also ich finde die Foundation für ihren Preis auch, den Preis auf jeden Fall gerechtfertigt. Wäre von mir auch ein Top. Dann gehen wir rüber zu der Marke Asam. Asam Beauty, glaube ich, wenn ich nicht falsch liege. Und zwar haben die so ein Magic Finish Make-up rausgebracht, was auch sozusagen sich dem Ton, also dem Hautton anpasst von der Farbe. Da bin ich skeptisch gewesen und leider wurde meine Skepsis auch bestätigt. Ich bin ein sehr, sehr heller Hauttyp und die Foundation war definitiv zu dunkel für mich. Ich finde von der von der Struktur und Konsistenz, genau, von der Konsistenz finde ich die Foundation schön. Die ist wirklich so geschmeidig und das schmiegt sich so der Haut an, also finde ich gut, aber halt wie gesagt, zu dunkel für mich und da das ja sozusagen eine Einheitsfarbe ist, macht das in meinen Augen keinen Sinn, weil ich finde, also wie soll das gehen? Also, how? Nein. Aber an sich wirklich eine schöne Konsistenz. Das muss man der Farbe lassen, beziehungsweise der Foundation. Kostet ca. 20 bis 25 Euro. Hat auch einen Lichtschutzfaktor von 30. Also an sich eine gute Idee. Wenn ihr neugierig seid, probiert es halt mal aus. Vielleicht passt es ja. Man muss es natürlich zum Hals hin verarbeiten, damit man nicht einen Rand hat hier. Das wissen wir Frauen ja. Genau. Aber ich glaube, im Sommer könnte ich die ganz gut verwenden, wenn ich ein bisschen gebräunter bin und dann die benutze, dann habe ich, glaube ich, echt ein schönes, einheitliches, so eine einheitliche Haut. Das könnte ganz schön sein. Und dann kommen wir auch zum letzten. Da wegen Top oder Flop. Ich bin mir nicht sicher. Für mich ein Flop, weil ich sie nicht benutzen kann. Ich gebe sie meiner Mama. Aber für andere könnte es auch ein Top sein. Also es ist so ein Zwischending. Sehr individuell, würde ich sagen. Und dann kommen wir zur letzten Foundation. Das ist die von Estee Lauder. Die Double Wear Foundation. Was soll ich sagen? Es ist mein All-Time-Favorite. Ich hatte ja, wie gesagt, sehr stark mit Hautunreinheiten und Pickeln und so zu tun oder zu kämpfen. Und jede Foundation war für mich zu schwach, weil ich mich einfach hässlich gefühlt habe, wenn man die Unreinheiten gesehen hat. Und mit dieser Foundation habe ich mich einfach gut gefühlt. Also wenn ich die aufgetragen habe, da bin ich auch manchmal, habe ich zwei Lagen gemacht, also zwei Schichten. Aber ich habe mich danach schön gefühlt. Also es klingt voll traurig, aber sie hat wirklich alles abgedeckt. Alle Unreinheiten, alle roten Flecken. Ich bin ein Fan von dieser Foundation. Der Preis ist happig. Die kostet
Gerade habe ich geschaut, bei Douglas ist sie reduziert auf ca. 30 Euro, aber normalerweise kostet sie, glaube ich, um die 45 Euro für ja, so ein kleines Fläschchen. Ist ergiebig in meinen Augen, weil sie sehr dick, also sehr dick ist, sehr dickflüssig von der Konsistenz. Man hat schon lange was an dieser Foundation, aber der Preis ist schon Hammer. Und ich würde wirklich sagen, wenn ihr noch in der Ausbildung seid oder studiert oder generell nicht so viel Geld für Foundations ausgeben wollt, dann braucht ihr die nicht unbedingt. Und wenn ihr relativ gute Haut habt, dann braucht ihr sie erst recht nicht. Dann holt euch die L'Oreal Foundation oder die HD Liquid Coverage Foundation von Catrice und ihr seid good to go. Da braucht ihr dann keine Foundation für 45 Euro. Aber für mich ist sie einfach so, zu Special Occasions trage ich sie auf und ich fühle mich dann einfach schön. Irgendwas macht diese Foundation mit meinem Gesicht, was mir sehr zuspricht. Deswegen von mir auf jeden Fall ein Go. Aber keine Pflichtfoundation, die man unbedingt in seiner Beauty-Bag haben muss. Genau, damit wären wir auch schon durch mit den ganzen Foundations. Ja, wie gesagt, ich glaube, die einzige, die ich wirklich nicht weiterempfehlen kann, ist die Mousse Foundation von Trend It Up. Da kann Trend It Up echt noch ein bisschen was dran machen. Born to Glow von NYX, wie gesagt, Leute, die gerne diesen Glow im Gesicht haben wollen, sind damit sehr gut bedient. Personen, die eher ja, natürliche Looks haben wollen, Bear With Me von NYX. Genau, und dann eben, wenn man mehr Coverage braucht, die zwei Foundations, die ich gezeigt hatte von L'Oreal und Catrice. Double Wear Foundation, mein All-Time-Favorite, aber wirklich sehr, sehr dickflüssig von der Konsistenz und sehr, sehr, sehr deckend. Und Magic Finish von Asam Beauty, so im Sommer, wenn man schon gebräunt ist, nicht sehr viel Zusatz, also zusätzliche Deckkraft braucht und einfach nur mal so ein bisschen sich auffrischen möchte, dann vielleicht die Magic Finish Foundation von Asam. Aber genau, ich würde sagen, in der Drogerie findet man eigentlich für jeden Hauttypen eine gute Foundation, auch übergreifend über die verschiedenen Preisklassen. Schaut einfach mal vorbei, testet euch aus, schaut, was passt zu eurem Hauttypen, was wollt ihr für ein Endergebnis haben, was wollt ihr für ein Finish haben. Aber wie gesagt, das wären jetzt so meine Good-to-Gos oder eben Empfehlungen und Nicht-Empfehlungen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, kommentiert. Ich freue mich über alles, wo ich mit euch kommunizieren kann. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, bitte abonnieren. Naja, ich bin einmal fertig mit diesem Video und ich freue mich aufs nächste Mal. Bye!